man muss jetzt, also nicht, dass ihr jetzt so sagt, könnt ihr euch nicht mehr. Also für mich ist das jetzt locker, dass ich diese Serie, die wir gerade durchgehen, dass ich die geguckt habe, auch wieder 16, 17, 18, wenn nicht sogar noch länger. Also die 90er sind ja mittlerweile. Ja. Fast 20 Jahre her. 98 ist 20. 1998 ist 20 Jahre her. Was hat man denn da so geguckt für ein Kram? Ja, mit den Eltern zusammen hatten wir, also was ich noch gut fand, also ich habe wenig mit meinen Eltern zusammen geguckt, weil mich die Serien, die die geguckt haben, selten interessiert haben. Aber was ich geguckt habe mit denen gerne, war tatsächlich Wetten, dass. Mhm. Top, die Wette gilt. Ja. Als es noch gut war, sagen wir es mal so, ne? Mhm. Später wurden die Wetten ja auch immer beschissener. Und wenn ein Kind dabei war, hat sowieso immer gewonnen. Wer? Wenn ein Kind dabei war, hat es doch sowieso immer gewonnen, instant. Ist auch so, du gehst als Kandidat voller Hoffnung dahin und dann kriegst du so 2 Minuten vor der Show. Apropos, dieses Kind mach auch mit und innerlich so, fuck! Alles umsonst. Auf das habe ich nie geachtet, aber könnte echt sein. Ich glaube, man hat später dann die Kinderwetten separat genommen, aber als die Haupt drinne waren, waren die Kinderwetten immer Instant Win. Mhm. Weil man wollte den eben halt, ne? Ja. Kinderträume darf man nicht zerstören, bla 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 bla. Dann sowas wie Columbo hast du geguckt? Ja, stimmt, Columbo, jetzt kommt Mord ist ihr Hobby. Mhm. Wobei ich. Columbo habe ich. Ich durfte es meistens nie bis zu Ende gucken. Das waren ja immer. Das waren längere TV-Folgen. Das ist ja nicht so. Das Columbo war. Das ist aber auch fies, wenn du nur den Anfang gucken ja, darfst. Ich meine, der Vorteil war, bei Columbo und wusste man ist immer. Oh, jetzt geht's Bett. Okay, kurz aufgedröselt. Für die, die Columbo vielleicht nicht mehr kennen, ist ja mittlerweile auch. Das ist eine Serie aus den 70ern übrigens, die bis in die 90er lief. Das waren TV-Filme. Die gingen nicht 45 Minuten, sondern meistens so 1,5 Stunden. Liefen dann auf sowas Tollen wie RTL, die alle 15 Minuten richtig Werbung gedonnert haben bis zum Anschlag. Und ich glaube, ich musste immer so um 9:30 oder so ins Bett. Und das war immer so 1/2, 1/3 Stunde, bevor Columbo dann den Fall gelöst hätte. Einziger Vorteil war, der Zuschauer wusste eigentlich bis auf ganz wenige Folgen immer, wer der Mörder war. Weil es wird ja am Anfang immer mitgezeigt. Mhm. Beziehungsweise stimmt, ja. Es ist die einzige Person in, in dem gesamten Film, mit dem sich Columbo dann in der restlichen Zeit unterhält. Der doch immer gleich so nächst, ja, ne? Ja. Geht immer gleich zu dem, du warst es. Ja. Und ich werde jetzt. Glaube, hier ist ein Mord geschehen. Wen möchten Sie? Ich hätte noch eine Frage an den da. Ja. Das war trotzdem immer spannend. So, wie kommt der dahinter? Ja, das ist unglaublich. Das ist nicht die Aufklärung, sondern eben halt der komplette. Also die Aufklärung war ihm halt schon komplett gegeben für den Zuschauer, aber das erklärt wird, wie er dahinter kommt, ne? Mhm. Und trotzdem immer mehr Lügen und Verstrickungen, die versucht der Täter dann noch einzubauen, um sich... Eigentlich total pervers, oder? Da weißt du schon, wer der Täter ist und trotzdem ist es noch spannend. Ja. Es wäre so, wenn mir so eine Serie pitchen würde und sagen würde so, ja, da geht's darum, dass man eigentlich schon am Anfang weiß, wie der Mord passiert ist und was und wer der Täter ist und trotzdem ist es noch spannend. Nee. Ja, eine der wenigen, also dieses Konzept gab es auch danach nicht wirklich wieder. Also alle anderen Serien arbeiten hier wirklich alle nach Schema F. Ein Team, was ermittelt und den Täter am Ende stellt. Mhm. So läuft ja heute nahezu jede Krimiserie ab. Ja. CSI und seine 50 Ableger, NCIS und seine 20 Ableger. Bones, Knochenjägerin und wie der ganze Kram, der alles heißt, all den Kram, den meine Eltern da gucken, von diesem Menschen, die erzählen den Orden. Ja. Gut, auch so andere Sachen wie bei Star Trek oder so. Wer war dann der Bösewicht zum Beispiel? Läuft ja eigentlich auch genauso ab. Da ist auch selten, dass man eigentlich vorher schon weiß, wer der Bösewicht ist und wie es dann dazu gekommen ist. Gibt es auch ein paar Folgen, aber sehr wenig. Es gibt weniger Folgen, auch nur so, ja. Man hat nicht so oft dieses Detektivische gemacht. Letztens hast du die Folge gesehen bei Deep Space Nine. Ja, ich bin in Staffel 4 aktuell.
Warte, da muss ich jetzt mal direkt hier. Wo ist es denn? Netflix? Sogar Ende Staffel 4? Was geht da? Ja, war auch geht ab. Ach, das ist der falsche Browser. Da ist noch das alte Passwort drin. Da, zack. Bitte, bitte habt das auch noch in der Aufnahme drinnen. Das Passwort nicht. Die Fensteraufnahme. Das Fenster ist Timelines. Okay. So, Folgen, Staffel 4. Ja. Apro, ich will jetzt eine 22. Sache. Okay, 22, ganz kurz. Ich scroll da mal ganz kurz hin, was du sowas bis da gesehen. Die Abtrünnigen. Mhm. Aber noch nicht geguckt. Also hast du nur bis 21 geguckt. Genau, und da war die Folge mit dieser Freundin von Cisco, die dann eine Doppelagentin quasi ist. Die an den anderen verkauft. Und das war ja auch quasi so eine investigative Folge, wo es dann darum ging, wer ist denn jetzt eigentlich da der Schurke? Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ich muss auch gerade so viele Fragen an dich. Wir müssen in Staffel 3 nochmal was gucken. Was mit Garak meinst du? Genau, geheimnisvoller Garak 1 und 2. Da hattest du, glaube ich, beim letzten Mal überlegt. Da hast du aufgehört. Wie fandst du die Folge? Folge, wo sie die Heimatwelt der Gründer angreifen wollten. Ja, eh recht spannend. Aber ich blick da nicht ganz so durch, gerade jetzt auch, wo das mit den Klingonen aufgekommen ist. Es ist mir irgendwie zu sehr an den Haaren herbeigezogen, dass auf einmal die Klingonen da voll das Problem mit der Föderation haben und wie Gauron da drinnen hängt, dass der unbedingt einen Krieg anzetteln möchte. Nein, weiß nicht. Das hast du noch nicht durchblickt? Okay. Naja, die wollen halt wieder zur alter Stärke, das Klingonische Reich wieder zu dem tollen Imperium. Aber das ist halt auch so überraschend, so jetzt auf einmal. Das ist wie bei Discovery, da wo auch die Klingonen auf einmal auf die Idee kommen. Ja, komm, Föderation stört uns, die muss weg. Jahrelang so nebeneinander, freundlich und gute Kontakte und dann auf einmal, nee, zack. Jetzt nimmer. Gut, ich spoilere dich nicht, aber es wird eine Aufklärung dafür geben, warum das so ist. Okay. Aber es müsste mir schon klar sein. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob es eventuell sogar durch das Spiel klar geworden sein könnte. Ja, aber es ist total lustig, dass das Spiel... Theoretisch ja. Theoretisch hätte ich das Spiel schon verraten können, eventuell. Ich habe das Spiel jetzt immer im Hinterkopf, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Charakter sehe, so die Gloria Rejal oder so, denke ich mir, ha, die gibt's ja auch in Timelines. Und das verlorene Paradies 1 und 2, das war das, was auf der Erde zum Teil spielte. Auf der Erde, bei den Bluttests, wo Cisco seinen Vater sogar teilweise. Ja, das war spannend. Das war spannend. Ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich die Folge auch wieder scheiße. Okay. Aber es war spannend. Ja, gut, es passt nicht so viel Actionreiches, ne, aber. Ich muss tatsächlich sagen, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe und wo sich der Vater gewehrt hat, ich konnte Cisco echt sehr lange verstehen, warum er tatsächlich anfängt zu misstrauen. Mhm. Und erst danach habe ich dann tatsächlich begriffen, dieses, okay, vielleicht nicht alles misstrauen, sondern, naja, weiteres Bein. Mhm. Ja. Nee, die Folge war ganz gut. Die Auflösung war dann ein bisschen schäbig, finde ich. Dass Cisco einfach so zum Admiral hinrennt, den bedroht. Keine Sicherheitsleute da. Keiner, der den irgendwie festnehmen möchte. Ja. Admiral tritt freiwillig zurück. Okay. Mhm. Kann man machen. Wieder so eine cheesy Auflösung einfach. Ja, die Zeit lief ab. Das ist ein bisschen wie... Ich meine, das hat man auch bei Discovery teilweise noch gemacht. Ich finde zum Beispiel die Folge in dem Spiegeluniversum, wo das Hauptschiff des terranischen Imperiums mit Imperatorin Jojo, ja, und Captain Lorca kämpft sich mit einer Handvoll Leute durch alle Decks durch und tötet irgendwie alle auf diesem riesigen Schiff, wo, weiß nicht, so viele Leute drauf sind wie auf dem Borg-Kubus gefühlt oder so. Mhm. Aber auch keine gute Folge. Also actiongeladen ja, aber
Hat auch nicht so wirklich viel Sinn gemacht. Vor allem noch das riesen Gefolge von Jaju und auf einmal steht sie da alleine da. Ja, kann man. Und mit Burnham, erst magst du es umbringen und schon, dann ja. Wieder doch nicht. Okay, entscheide dich mal, Mädel. Jetzt passiert was genau du? Das, was Burnham gerade braucht. Zeig's dir doch. Ja, und bei der Erde-Folge, das Ende halt, dass dann Wechselbäger auf der Erde sind. Aber es ist dann wieder okay. Also es ist dann... Der ja gut, dann, man hat ihn ja identifiziert. Und danach diese Sensoren auch angebracht. Und man war dann halt mal auch mal aufgeschreckt. Und na gut, einen ja, hat man identifiziert, oder? Aber nicht alle vier. Ja, hieß es doch, dass vier Wechselbäger auf der Erde sind. Hatte der eine Wechselbalg, der O'Brien dann, der hat sich ja dann zu erkennen gegeben als Wechselbalg und meinte, es sind irgendwie vier auf der Erde. Nee, er meinte nicht, er hat gesagt, stellen Sie sich vor, es wären nur vier Wechselbälger auf der Erde. Ja. Und was wir angerichtet haben, mit lediglich vier Personen in diesen einen. Ob das jetzt einer oder vier waren, sei dahingestellt. Die Auflösung habe ich jetzt auch nicht mehr komplett im Kopf. Eventuell haben sie alle entdeckt oder nicht, das weiß ich nicht. Nee, weil sie sind dann eigentlich wieder abgereist. Naja, vielleicht hat man das... Sie haben ja diese komischen Sensoren da installiert, oder nicht? Weiß nicht, diese Türensensoren teilweise, die dann das scannen sollten. Sie haben auf jeden Fall diesen Dinges gehabt, diese Blutprobe. Dass man halt so dahinter kommt, wer wechselbar ist und wer nicht. Und weil man das ja auch faken kann. No. Und das war dann irgendwie so eine Auflösung, so, okay, es gibt Wechselbäger auf der Erde und das ist dann auf einmal wieder doch alles in Ordnung. Wir reisen weg und die nächste Story beginnt. Aber ich finde schon gut, dass sie es dann immer wieder aufgreifen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es um Wechselbäger auf der Erde geht, wahrscheinlich. Oder? Ich sag nix. Okay. Es wird noch so vieles kommen. Also ich will dich einfach nicht spoilern. Das ist das Schlimme. Es kommt noch so viel und es hängt alles im Hintergrund so ein bisschen miteinander zusammen. Und das, ja, das ist eigentlich cool bisher. Also das muss echt sein. Die dritte und die vierte Staffel, die haben sich jetzt so angenehm weggeguckt. Ich finde tatsächlich sogar die fünfte mit am schnellsten sogar noch, die man durchguckt dann am Ende. Okay. Weil da sind zwar auch Einzelfolgen dabei, relativ viele, aber es geht sehr viel auch um das, was im Hintergrund der Galaxie, also mit Dominion und Co. und all stattfindet. Ne? Beim Spiegeluniversum blicke ich noch ab und zu nicht ganz durch, wer jetzt wen verraten hat und ja. Jedes Mal irgendwie andere an der Macht und jedes Mal wieder neue Gesichter. Dinge kommen, Dinge gehen. Guck grad, was waren sonst noch für. Ja, halt Worf ist halt dabei, also viele Worf-Folgen, viele Klingonen-Folgen. Ja klar, er kam halt als Neuer dazu, ne, und muss natürlich dann erstmal voll ausgenutzt werden. Ich guck gerade, ob die. War da eine klingonische Doppelfolge irgendwie dabei? Bestimmt. gleich der erste Weg des Krieges, Teil 1 und 2. Wo es doch um die Geschichte ging, dass die Klingonen jetzt sich gegen die Föderation wenden, wo dann Worf ja auf Deep Space Nine bleibt. Ach, das war zum Staffelfinale sogar, oder? Staffelbeginn. Staffelbeginn. Da. Staffel 4, Folge 1. Okay. Wie fandst du die? Ja, eben, wie gesagt, so ein bisschen an den... Da Teil 1, der Weg des Kriegers, Teil? Was ist denn das? Teil 1. Wieso steht denn da links auf Teil 2? Das interessiert mich gerade total. Das ist eine Folge. Also die hat Doppellänge. Ach, die haben aber zwei Teile zusammengeschnitten, ja, sogar nochmal, oder warum was? Auch immer. Okay.
Haben sie sonst nirgendwo gemacht, aber hier halt. Ja, vor allem, sie heißt auch nur Teil 1, das ist das Schlimme. Ah, nee, Teil 1 und 2 also in der nächsten. Und 2 in der nächsten Zeile, das ist gar nicht mehr mit in der Auflistung drin, da muss man dann aufpassen, okay. Ja, nee, wie gesagt, das mit den Klingonen finde ich ein bisschen seltsam, dass die jetzt auf einmal Sturm gegen die Föderation machen. Gerade wann das erklärt wird. Staffelfinale, Folge 25. Ah, okay. Da wird es angedeutet und dann ist es klar. Mhm. Was in Folge 1 der 5. Staffel okay. alles passiert. Was dann alles passiert. Aber die generelle Inszenierung mit, wie das Dominion als neuer Widersacher in die Serie eingeführt wird, langsam aufgebaut wird und so weiter. Das ist ich cool. Ich finde, das ist echt der nach den Klingonen der nachvollziehbarste Gegner der Föderation bisher. Außer immer mal wieder? Ja. Immer mal wieder so eingestreut? Ja. Und vor allen Dingen auch nicht einfach nur, sie sind da, um nur böse zu sein, ja, sondern eben halt auch mit Hintergrundinfos, mal mit was ist dieses Ketracel White, was ist dies und ne, wie ist die Aufbau? Stimmt, ja. Da haben sie ihre Kriegerrasse, die Jemadar, dann haben sie die Water, die das Ganze die Verwalter sind und die Gründer selbst sind quasi die Obergötter vom ganzen Dominion und so weiter. Und mal treffen sie auf einen Jemadar und hören das Ganze von deren Sicht und sehen, okay, die sind eigentlich schon ziemlich arme Hunde mit dem Ketracel White und so und dann siehst du wieder auf der anderen Seite die Gründer und siehst du, wie das für die so abbrennt. Ja, schon ganz schön spannend. Und jedes Mal, wenn diese Bin kommt, dann denke ich mir, mein Gott, ah. Ja, das geht, ist aber von jedem, den ich kenne, es ist immer so, Instant Win ist in der Folge drin. Oh. Es ist so, sie ist, glaube ich, diese was bei Game of Thrones lange dieser, wie hieß denn nochmal? Littlefinger? Nee, der ging noch, wie heißt er? Der König. Ach, dieser Scepter-Typ? Der Gläubige. Auch, könnte man damit auch gleichsetzen. Ach, der war auch mühsam. Ja. Der alte Mann. Der alte. Wen meinst du? Welche Staffel? Ich glaube, er ist in der 4. gestorben durch Gift. Ein Kind von Cersei. Der war doch ein König, oder? Joffrey? Joffrey, genau. Irgendein Charakter, den man unbedingt umbringen will, das wollte ich da eigentlich sagen. Ja, aber da ging es nicht so viel um Religion. Ja, gut, man kann ihn immer alles mit Religion. Ja, okay, ja. Man kann diese Religionssachen nicht so gucken. Keine Ahnung, ich verabschiede mich von allen Religiösen da draußen, wenn ich jetzt sage, ich bin halt Atheist, ich glaube eh nicht an den ganzen Quark. Mhm. Aber, Dito. Von da, sehr schön. Innerlich, klar, ich denke mir jedes Mal, ja, wenn diese Folgen kommen, denk doch mal über den Tellerrand hinaus oder sowas, ja. Ich weiß nicht, ob ich die nicht sogar übersprungen habe, dann die letzte. Eine habe ich übersprungen, weil. Also ich habe auf jeden Fall die mit dem Benny Russell habe ich übersprungen, weil die so öde war. Das, wo sie da quasi in der Neuzeit waren. Ja gut, das ist ja letztes Mal erzählt, mit dieser Doppelfolge, ja, genau. Ja. Die war und jetzt auch nicht so. Also. Glaube, dass ich so eine auch übersprungen habe mit der Tante. In der 4. jetzt? Mhm. Aber ansonsten bin ich da gut dabei. Gut, also die Folgen mit ihr sind eh sehr lange Standalone. Und erst gegen Ende kommt sie dann halt auch ins große Geflecht mit rein. Okay. Also am Ende spielt tatsächlich sie, die Propheten, die Paargeister. Ach Gott. Und all das kommt tatsächlich Gott. Alles in eine große Story mit rein. Sie ist vom Dominion unterwandert. Nein, das kommt. Okay. Ohne das zu spoilern, aber das, wenn das so lame wäre, dann hätte ich die Serie nicht so geil. Das ist wieder immer wie diese billige Auflösung von Filmen. So, es war alles nur ein Traum. War das nicht sogar mal bei. Dann wacht der Sisko auf.
War das nicht sogar mal bei Dallas? Dass sie irgendeinen Hauptcharakter da versehentlich umgebracht haben, das war ein Publikumsliebling. Und dann mussten sie nach einer Staffel einsehen, die Quoten rennen weg und er war nur ein Traum, hier ist er wieder. JR oder wie der hieß. Ich glaube ja, ne? Aber ich hab's nur gehört, aber nie geguckt, die Serie. Ich auch nie. Ich durfte halt nie. Und mich hat das auch nicht interessiert. Also diese, ich muss sagen, alles. Also als Kind schon, weil das war dieses Verbotene, dieses, man darf nicht gucken, okay, dann muss es ja total cool sein. Aber, also ich weiß gar nicht, wann Dallas je lief, ob das im Abend- oder Nachmittagsprogramm lief. Abend. Ich weiß nur, ich komme mit Western und alles, was mit in Anführungszeichen Western Design kommt, finde ich einfach kein Zusammenhang mit. Ja, piep, ich weiß, dass das tut jetzt sehr vielen Leuten weh. Aber Dallas spielt halt hallo, auch ich dieses gar nicht. Typische Texer. Ja, hallo. Nee, komme ich echt nicht drauf klar. Ich nicht. Aber Depraved zum Beispiel hat dir gefallen, oder? So das Spiel? Depraved hat mir gefallen, aber ich kann diese klassischen Filme, die immer gleich abliefen. Schurke bedroht Stadt. Sheriff, Held der Stadt, besiegt Schurke. Bud Spencer, Terence Hill? Ne, die alten, also die Western-Dinger auf gar keinen Fall, kann ich nicht gucken. Auch wenn Bud Spencer und Terence Hill super sind, aber die Western-Dinger, von denen habe ich, ich glaube, ich habe die noch nie wirklich gesehen. Okay. Ich komme halt damit nicht klar, dieses ich weiß, was im du meinst. Sand und immer alles ist so dreckig und why? Nee. Ich weiß, was du meinst, so Winnetou ich, zum Beispiel, das war sowas, wo... Oh Gott. Es war immer so fad einfach. Das ist ein Film, der tut sich irgendwie gefühlt... Ich weiß nicht, wie lange die dauern, die haben ja auch irgendwie Überlänge gehabt, so 3 Stunden oder so. Es tut sich irgendwie gefühlt 2 Stunden lang nichts. Die reiten einfach irgendwie dumm von A nach B. Und gegen Ende geht's dann los mit Peng, 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 Peng. Ja, genau. Und dann ist das irgendwie auch wieder vorbei. Da gibt es ja diesen Konflikt zwischen den Weißen und den Roten und zack, wieder alles vorbei.